Hallo, willkommen im Kunstlabor. Heute zeige ich euch, wie man ein tolles Lesezeichen macht, und zwar ein Lesezeichen-Schmetterling. Viel Spaß dabei! Und los geht's. Ihr braucht eine Schere, einen Stift, gegebenenfalls einen Pinsel und Aquarellfarben. Ihr könnt aber auch andere Farben benutzen. Nehmt ein Blatt Papier und faltet es genau einmal in der Mitte durch. Falz legt ihr nach unten und nun zeichnet ihr oben an den Rand einen Schmetterling. Und zwar nur den einen Flügel, weil der wird gleich doppelt ausgeschnitten. Ausgehend von diesem Schmetterling zeichnet ihr eine Linie bis nach unten, so wie ich das eben gezeigt habe. Dann malt ihr euren Schmetterling an mit diesem Stift, ein paar Details. Nehmt die Schere und schneidet mit der Schere außenrum alles ganz genau aus. So einmal die Linien entlang. Es gibt so einen kleinen Steg, den man ins Buch legt. Und oben den Schmetterling. Damit fertig seid, könnt ihr auch die anderen Flügel noch detaillierter ausmalen. Ich nehme dazu immer gerne einen Tuschestift. Es gibt schöne schwarze Umrisse und Details. Sagt, macht ihr innen und außen, damit euer Schmetterling perfekt wird. Wenn ihr mit diesen ganzen Details fertig seid, könnt ihr euren Pinsel zur Hand nehmen oder auch andere Farben, die ihr möchtet, und malt den Schmetterling bunt an. Also die eine Flügelseite und die andere Flügelseite. So, wenn ihr damit fertig seid, habt ihr zwei Schmetterlingsflügel an einem Steg, die ihr wunderbar als Lesezeichen benutzen könnt. Juhu! Viel Spaß damit und bis bald. Tschüss!